Hallo, Kevin Kuske mein Name. Ich bin vierfacher Olympiasieger und zweifacher Silbermedaillengewinner im Bobsport und würde euch gerne ein kleines Arm-Workout zeigen, präsentieren. Runtergebrochen auf 10 Minuten, 12 Wiederholungen müsst ihr schaffen, kurze Reduktion, viel Spaß. So, Übung 1 im Bizeps-Programm. Ich fange mit Bizeps an und ich wähle ein Gewicht immer, was ich so 10 bis 12 Mal schaffe pro Seite. Reduziere nochmal das Gewicht. Gehe nochmal 10 Kilo runter. Brenne nochmal den Muskel schön aus. Hierbei sollte man immer ein Gewicht wählen, wie gesagt, was man so 12 Mal schafft. Wenn der Muskel dann ermüdet ist, kurze Ablagepause und nochmal hinterher brennen, bis man nicht mehr kann. So. Kurz ausschütteln. Wir machen heute 3 Durchgänge. Normalerweise macht man 5. Aber wir wollen die 10 Minuten einhalten. 4, 5. Jetzt merkt man auch schon beim zweiten Durchgang, wie der Muskel müder wird. Der 12. Kurze Ablagepause. Wichtig ist, dass man aus dem Bizeps hochzieht und oben die Hand nochmal eindreht, um den Kopf vom Bizeps nochmal reinzukriegen. Wie gesagt, für eine runde Kugel ganz wichtig. Immer die Handfläche schön eindrehen, sodass man seine Finger sieht. Genau. Wie gesagt, ich will immer ein Gewicht, was man 10 bis 12 Mal schafft. Im ersten Durchgang kann es sein, dass man noch ein bisschen mehr schafft. Wenn der Muskel dann müder wird bei weniger Pause, merkt man danach, naja, nur noch diese 12 Durchgänge hinkriegt. Und der 3. und letzte für die erste Übung. Schön die Handfläche hochziehen und die Finger eindrehen im Handgelenk. Von Durchgang zu Durchgang immer weniger. Der Muskel ist schon ermüdet, aber keine Ruhe. Wir brennen noch mal nach. Schön die Hand nach oben führen, flach und oben in den Kopf noch mal eindrehen. Bap. Bap. So, wir wechseln zum Trizeps. Hier arbeite ich ohne Reduktionssatz. Ich wähle hier gerne die Übung im Sitzen und arbeite schön senkrecht nach oben. Trizeps muss auf Spannung kommen, merkt man hinten. Und wirklich nur aus dem Trizeps arbeiten, hochdrücken, gerade. Wie gesagt, normalerweise macht man so 2 bis 4 Minuten. In so einem knackigen Workout ein bisschen kürzer. Da merkt man dann auch, dass man relativ schnell schon einen Pump reinkriegt. Immer schön geradlinig nach oben arbeiten, Trizeps auf Spannung bringen, hoch, hoch, schön den Bauch anspannen und den Rücken. Bap. 8 bis 10 Wiederholungen. Kurze Pause, Muskel regenerieren lassen ein bisschen. ATP füllt sich wieder. Und der 3. und 3. Schön Spannung halten im Bauch. Hantel bleibt schön gerade. Arbeiten nach oben aus den Trizeps. So. Wir machen die Set-Hantel lang. Wieder ohne Reduktionssatz. Hier ist wichtig, wirklich auch aus dem Bizeps hochzuziehen. Bauch anspannen. Die Geschwindigkeit nach oben ein bisschen schneller.
und langsam nach unten führen. Kurze Pause. 10 bis 12 Wiederholungen versuchen. Ja, durch die Vorübung und die wenige Pause hat man schon einen schönen Pump drin. Festen Stand suchen, Bauch anspannen, aus dem Bizeps oben arbeiten, langsam zurück. Schnell hoch, langsam zurück. Kurze Pause. Man merkt, dass man dann nach der Zeit auch die Gewichte nicht mehr so schafft. Der Muskel ist schon schön übersäuert, kriegt wenig Pause, aber ist effektiv. Letzter Durchgang. Der dritte. Schnell hoch, langsam runter. Ui. Schon schön platt, kamen nur noch 8. Zweite Trizepsübung. Arm schön 90 Grad. Hier nach oben führen, Trizeps anspannen. 1. Hier halte ich ganz gerne oben nochmal, um nochmal schön eine statische Kraft reinzukriegen. Dann nochmal nachbrennen. Mit der Hälfte des Gewichts. Wie gesagt, hier muss jeder für sich selber rausfinden, womit er so 10 bis 12 Wiederholungen schafft. Kurz halten, runter. Seite wechseln, anderer Arm. 80 Grad wieder aufbauen und schön hinten in den Trizeps reinarbeiten. Aus dem Trizeps hochziehen, halten, ohne Schwung. Reduzieren, Hälfte vom Gewicht, nochmal schön reinarbeiten, halten, den Muskel nochmal schön auf Spannung bringen, das Blut rausdrücken, so, und wieder wechseln. Schön den Bauch anspannen und nur aus dem Trizeps arbeiten. Nochmal reduzieren. So, Seite wechseln und los. Nochmal reduzieren. Letzte Übung. Handfläche nach vorne und wirklich nur aus dem Bizeps, ohne Eindrehen arbeiten. Hier muss man ein bisschen mit dem Handgelenk mitarbeiten. Und ich wähle die gerne als letzte Übung und als Variante, um dann nochmal das Letzte aus dem Bizeps rauszubrennen und ein bisschen was fürs Handgelenk noch mitzumachen und für die Finger. Hochziehen aus dem Bizeps. Und mit dem Handgelenk und den Finger nochmal die Handfläche ein bisschen anziehen. Kann man auch als Reduktion machen. Und vielleicht als kleine Variante, dass man hier mit dem leichten Gewicht nochmal beidarmig macht und nochmal einen anderen Reiz reinkriegt. Bap. Bap. So. Dann der letzte Durchgang. Wie gesagt, nochmal kleine Wechselvariante, um einfach auch mal den Kopf noch ein bisschen anzustrengen. Der Muskel ist sonst so schon platt.
kann man noch mal einen schönen Reiz setzen. Und die letzte Minute. Ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. So ein kleiner Einblick in so ein kurzes Workout für die Arme. Und ihr werdet es merken, ihr habt einen richtigen Pump drin.